Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt bis Freitag erstmal noch bei den Gütern bleiben und dann ab dem Wochenende, Samstag, Sonntag, Montag, werde ich dann umswitchen auf Personenverkehr. Ich habe nämlich noch eine riesen Baustelle, was Personenverkehr betrifft, hier oben offen. Die habe ich nicht vergessen. Also alles, was hier im Prinzip in Rinteln läuft, ist ja auch noch nicht ganz optimal. Die machen schon ganz gut, aber da könnte man, wenn ich mir das hier anschaue, dann kriege ich schon wieder kalte Schweißausbrüche. Weil hier geht es gerade völlig zur Sache und da müsste dringend mal was getan werden. Würde ich mir ganz gerne für die Woche Richtung Wochenende aufheben. Damit wir erstmal hier noch kleinere logistische Probleme lösen können. Nicht, dass es hier ewig rumsteht, weil das ist nämlich echt gerade nervt, was hier passiert. Müssen wir mal gucken. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das nicht anders lösen sollen. Weil die könnten ja teilweise zu zweit einfahren. Wenn wir denen hier noch eine Möglichkeit dafür geben würden. Reicht's. Alles umbauen. So. Und dann könnte man nämlich hier sagen, die könnten hier beide einfahren. Dann könnte ich jetzt theoretisch mit der Ausfahrtmöglichkeit, die wir hier haben, einmal hier rüberlaufen lassen und einmal zurück. Das bedeutet, wir könnten jetzt den Überdruck, der sich hier gibt, bei Brötchen kommen nicht so viele hier an. Aber hier kommen drei verschiedene Züge auf einem Ding an. Das ist nicht so gut. Das heißt, die Sprit und die Baumatt gehen auf die 4 rüber. Dann haben wir hier nur noch die Waren rumliegen. Und haben wir hier 3. Dann packen wir, pass auf, dann packen wir die Spritlinie und die Baumattlinie auf die 3 zurück. Dann tauscht sich's ein bisschen. Jetzt gucken wir mal schnell. Warte auf drei Wege, warum? Aber die kommen doch hier auch gerade. Ach nee, das Brötchenzug, der gerade einfährt. Den müssen wir natürlich abwarten. So, und dann lassen wir die Züge, die hier rausfahren. Ja, die kommen halt hier auch blöd rein, ne? Das ist halt auch mit dem Einfahrt, ne? Weil die blockieren sich jetzt gerade total. Theoretisch müsste er jetzt fahren können, tut er auch. Und wenn alles gut läuft, hängt hinten dran nicht der nächste Spritzug. Dann können die sich nämlich zu zweit hier arrangieren. So, der erste fährt durch, der nächste ist auch ein Spritti. Tangiert ihn aber überhaupt nicht. Einer von denen. Wir kriegen jetzt den Druck hier mal auf dieser ganzen Ausfahrgeschichte weg. Und wenn er auch nur ein bisschen abgemildert ist, dass die halt nicht so viel stehen, dann wäre das schon mal hier an der Stelle tatsächlich sinnvoll. Und dann kommen die sich nämlich nicht so ins Gehege. Natürlich steht da mal einer rum. Das ist ja kein Problem. Aber wenn hier die ganze Geschichte voll steht, dann haben wir einfach ein dickes Problem am Ende. So. Der Spritverteiler ist, glaube ich, noch ein bisschen so Thema. Wollen wir rausverteilen. Weil ich sehe hier tatsächlich sehr, sehr wenig Sprit durchfließen. Ich nehme an, das ist ein gängiges Problem, was wir hier haben. Das ist diese Linie, die hier kommt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Die hat wie viel Fahrzeuge hier drauf. Der hat natürlich auch einen ganz langen Öler drauf. Der ist relativ neu. Die alten sind relativ alt. Die laufen alle auf die BR-111er-Geschichte. Ich bin am Überlegen, ob wir da nicht einen Fahrzeugersatz einfach auf den Spritty-Zug planen.
der wirklich nur mit Sprit fahren soll. Nichts anderes soll der mitnehmen. Nur Benzin, ja, Treibstoff in jeglicher Fasson. Wir gucken jetzt mal, was wir an Fahrzeugen hier drauf geplant haben. Eine 111er fände ich ist für diese Geschichte einfach zu wenig. Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen nach oben rein investieren. Für empfindliche Güter. 4000, das ist ein Gerät, ne? Viel zu stark motorisiert, aber wäre ein geiles Gerät. Der Alpenzähmer. Schönes Ding. Ja, anlässlich im Betriebnahme Gotthard Basistunnel. SBB Cargo. Mach mal den Alpenzähmer hier drauf. Finde ich eine geile Idee. Ich bin am überlegen, Doppeltraktion, ja, nein, vielleicht. Mittelmäßig hier. Wobei, die 111er ist nicht schlecht, aber halt auch, ist die so stark? Mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier 5, 6, 300 Kilonewton. Muss hier irgendwo oben sein. Nee, da brauchen wir nur eine davon, glaube ich. Okay, dann haben wir 2G. Okay, dann müssen wir jetzt auf die G. Was waren das? 47, die waren ziemlich weit oben. Nee, das waren da oben, waren die Staubgüter. So, da haben wir zweimal 47 Flüssiggas. Auf Sprit. Dann haben wir 6-mal die anderen Dinger drauf. Machen wir das halt nach und nach. 2, 4, 5, 6. Dann haben wir 2-mal die Heavy Tanks. 6-mal die Green Cargos. Also alles ab hier, glaube ich. 2, 4, 6. Und dann am Schluss hängen noch die normalen Kesselwägen dran. Das sind die VTGs, nehme ich an. Ja. So, das Ding ist jetzt 375, ja, das passt auch. Aktualisieren, bitte. Raus die Kohle. Kostet uns ja nichts. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall enormen Overkill auf der Linie. Es hat uns jetzt richtig Geld gekostet. Über 400 Millionen haben wir jetzt dafür ausgegeben. Das wird sich hoffentlich reinfahren lassen. Aber diese Züge halte ich für extrem hilfreich. Die machen jetzt 2000 Sprit, kann da durchfließen. Gucken wir mal, ob die haben natürlich jetzt eine epische Kapazität. Ich bin der guten, großen Hoffnung, dass da, ja, oh, das Potenzial geht nach oben. Sehr schön. Das hat nämlich einfach auch hier einen Effekt auf diese ganze Geschichte. Weil erstens, die verballern jetzt viel, viel mehr, was im Lager ist. Das heißt, der andere Zug muss viel mehr nachschieben, um das ausgleichen zu können. Ne? Der bringt ja hier immer nur halbe Ladung, macht dafür natürlich auch 10 Millionen Gewinn. Der andere, der hier fährt, der hat auch nicht unbedingt viel Ladung, aber er, ne, verdient sich manchmal ein bisschen was. Also ist jetzt auf dem richtigen Weg schon. Wir haben natürlich jetzt den Bedarf gerade angemeldet für 10.000 Einheiten im Jahr. Das ist natürlich nicht von schlechten Eltern, meine Lieben. Das ist natürlich ein richtig großer Batzen, der hier lang gescheppert wird. Jetzt muss es natürlich nur noch sein Ding machen. Ne? Also es muss jetzt nur noch funktionieren. Das ist eher das Problem, ne? 177 Millionen auf der Linie. Ich werde wahnsinnig. Diese Züge schauen halt einfach auch geil aus. Das muss man einfach sagen. Diese Züge schauen einfach hübsch aus. Und die gefallen mir auch optisch. Ich mag so lange Züge, die sich hier durch die Lande schlängeln, mag ich extrem gerne. Und hier sehen wir natürlich auch schon einen von denen. Der ist natürlich jetzt komplett leer, ist ja logisch. So ein Spritzug muss da auch erstmal bewegen. Aber wenn dann so ein ganz langer Spritzug hier auf der langen Geraden hochfährt, das schaut halt einfach cool aus. So, hier wartet mal wieder einer. So, der wird ja auch hier geupdatet. Ach ne, hier noch nicht.
Und er hat natürlich jetzt Kapazitäten auf dem Ding drauf. Das ist halt echt über die Maßen heftig. Und das muss natürlich jetzt auch hier rangebracht werden. Also der muss, ich sage mal, mit 700 sollte er vielleicht losstarten. Tut er jetzt mit Sicherheit nicht. Aber das wäre so ein, ich sag jetzt mal, Level, wo ich sagen würde, ja, mit 700 könntest du was leisten. So, 2-3 habe ich jetzt hier drauf. Was macht denn der Öler hier? Der Ölspritzzug, der hier langläuft, der könnte 11.000 schieben. Das heißt, auch der wäre von der Rate her absolut enorm in Ordnung. Der könnte das wegbringen, theoretisch. Das Potenzial sinkt jetzt mal wieder, aber hier wird immer noch zugebracht. Ja, müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Da tankt einer gerade, fährt mit 400 Sprit hier weg. Das ist natürlich noch längst nicht das, was ich haben möchte. Lassen wir es mal ein bisschen im Blick. Wenn es uns zu teuer wird, downgraden wir den Spritzug einfach wieder. Das ist natürlich aber trotzdem einfach übelste Sorte. 4000 Stein liegen hier. Wobei wir, muss man fairerweise sagen, wir lassen ja hier auch ordentlich was durch, ne? Also die Menge an Material, die hier gezogen und geschoben wird, das ist schon ordentlich. Wir müssen aufs nächste Jahr mal warten, um zu gucken, wie so unsere Mittel aussehen, ob die sich jetzt langsam wiederholen. Ich setze halt in der Regel Chancen auf einen Spritzug. Der hängt natürlich jetzt hier gewaltig raus, ne? Also das ist jetzt nicht mehr so ein bisschen, sondern der hängt jetzt hier wirklich bis zum Limit quasi. Zwei Spritzüge kommen hier an ihr Limit tatsächlich. So, der kommt jetzt hier raus. Wie ist denn der, seine auch mittelmäßige Leistungsbewertung? Der kann halt das nicht so einfach den Berg hochziehen, das ist klar. Aber muss er auch gar nicht. Schau mal, er hat freie Wege für freie Züge in dem Fall. Aber allein wie das hier aussieht. Dieser Zug, allein wie das hier aussieht, das ist doch so geil, wenn der so ein langer Zug hier lang dübelt, hä? Warte mal kurz, ich gehe mal in die Kameraperspektive, einfach weil das geil aussieht, wenn der Zug an einem vorbeibreddert. Schaut euch das mal an. Ist doch einfach cool, oder? Schaut doch einfach gut aus. Gefällt mich das Werk ganz gut, weißt du? Finde ich hübsch. Finde ich einfach hübsch, ja. Ich mag sowas. Steh auf sowas. Stehen bleiben ist natürlich für den Zug eine ganz große Herausforderung. Wenn der einmal Bewegung ist, dann bewegt sich halt auch die Masse. Aber okay. Jetzt kommt mal wieder ein Spritti ran. Kann natürlich nichts mitnehmen. Hier hinten kommt nämlich nichts an. Die ist ja nicht so, dass der Bedarf nicht da wäre. Es kommt hier hinten einfach nichts an. Das ist ein bisschen problematisch. Aber jetzt werden wir sehen, ob das auf Dauer so bleibt oder ob diese Fabrik jetzt eigentlich demnächst mal sagt, uiuiui, ich hätte auch mal was vorbereitet. Ich glaube nämlich schon, dass die was vorbereiten. Ich glaube nämlich, dass die richtige Richtung fahren hier. Jetzt noch nicht perfekt, aber so langsam. Na, 160 ist auch nicht die Wucht. Da war gerade aber einer auch schon. Da kommt der nächste an. Und wenn die nur mit wenig losfahren, Hauptsache sie haben was dabei. Aufbauen ist immer noch kein Problem. Wo wollen die den Rest hinfahren? Nach Bretterplön. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt erstmal hier hoch eskaliert und dass es dann weitergeht, weil der schiebt nämlich hier immer mehr nach. Gucken wir mal. Wir behalten das mal ein bisschen im Blick. Die Züge laufen auch nicht ausgelastet, aber das könnte gut werden.
Gut, die tangieren sich nicht, weil der viel, viel schneller wegkommt. Der macht den Weg frei, bevor der andere überhaupt aus dem Bahnhof draußen ist. Ja, ich glaube, das ist cool. Schon, oder? Glaube ich, kann man lassen. Und hier liegt ja noch 2-4. Also da ist noch Luft. Das baue ich diagrammtechnisch aus. Auch immer wieder mal am Limit dran. Das verdient ja auch mal ein bisschen Geld. Meine, dass die fast 30 Millionen kosten. Okay, einerseits. Aber hier, guck mal. Der war fein nah dran. Der Zug. Und das, obwohl der nicht viel geladen hat. Stell dir mal einen vollen Zug vor. Das ist ja Wahnsinn. Wenn das mal funktionieren sollte. Ich meine, der fährt natürlich eine ganze Weile. Der fährt von hier, über hier, nach dort und dann nach da oben hin. Also der hat schon einen ganz schönen Weg vor sich. Aber wenn das besser funktionieren könnte. 3000er Potenzial. Wir sprengen unsere Skala gerade, meine Lieben, an der Stelle. Und das heißt natürlich, dass die Züge, die hier ankommen, auch mehr transportieren können. Schau mal, wie der vollpumpt. Schau dir das an. Wenn jetzt der nächste Zug kommt, schauen wir uns den auch mal genauer an. Ist der hier? Nein, das ist Öler. Der falsche Öler. Ja, der könnte nämlich auch mal mit. Dann nehmen die nämlich auch mal endlich das mit, was sie die ganze Zeit eigentlich mitnehmen sollen. Ist nämlich sowieso schon immer so eine Sache. Na, und die müssen natürlich jetzt auch wieder mehr bringen. Ja, oh, die arbeiten sich auch wieder nach oben. Gerade der Peak auf jeden Fall. So, 400 irgendwas. Ich verfolge den Zug mal. Mal gucken, was der macht. Ich meine, er lädt sich jetzt voll, das ist ja klar. Oh, da kommt schon wieder einer. Jetzt hängen sie hintereinander. Das ist ganz schlecht. Sollte eigentlich nicht sein. Ja, schaut gut aus. Lassen wir den mal warten, bis der andere im Bahnhof angekommen ist und schon auslädt oder beziehungsweise wieder losfährt. Weil sonst takten wir die Takten gerade völlig auseinander. Schauen wir mal. Gut. So, lassen wir die fahren. Okay. Ja, hier wird auch langsam. Hier ist auch ein bisschen Sprit tatsächlich da. Nicht schlecht. Wenigstens das. So, der macht jetzt hier gerade zu. Ist aber nicht schlimm tatsächlich. Der fährt geradeaus. Das ist doch cool, oder? Ah, das gefällt mir gerade. Episch langer Zug. Wie will ich das? Der nächste, der abbiegen will. Müsste sich aber, wie gesagt, kaum tangieren, die Jungs. Ja, jetzt schon. Jetzt blockieren die sich gerade kurzzeitig. Ist nicht optimal. Ist nicht optimal. Das wissen wir alle. Das weißt du, das weiß ich. Optimal ist das nicht. Aber was auch nicht optimal ist, ist die Folgenlänge, meine Lieben. Zumindest für mich gerade im Moment nicht. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns einfach nächste Folge wieder. Bei dem wundersamen Baum, den wir hier betreiben. Und gucken einfach mal, was bis dahin los ist. Wir werden dann nochmal ganz kurz an den Öl gucken. Wir werden nochmal kurz hinten schauen, wie das jetzt läuft. Ob es irgendwo nochmal hagelt und zwickt. Ich denke nicht, aber wir schauen einfach mal. Und bis dann sage ich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtief. Ciao.